Partikel, tralala, pipapo, dann kann ich doch wieder einen Golf kaufen, ist doch kein Problem. Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, diesmal aus der Zoe. Und diesmal komme ich euch mit einer ziemlich steilen These und ich bin jetzt schon unheimlich gespannt auf eure Kommentare. Meiner Meinung nach hat sich VW mit der Vorstellung des Golfs, der Elektromobilität, keinen Dienst erwiesen. Ich glaube, mit dem neuen Golf wird es schwierig, die Elektromobilität in Deutschland voranzubringen. Ich bin auch der Meinung, dass der ID.3 jetzt sehr darunter leiden wird. Wie komme ich da drauf? VW hat vor ein paar Wochen, ihr habt sicherlich gesehen, ansonsten guckt einfach bei Google und bei YouTube nach, da findet ihr die Videos, den neuen ID.3 vorgestellt und hat damit so getan, als würden sie jetzt den Weg in die Elektromobilität einschlagen, als würde jetzt alles nur noch Richtung Elektromobilität gehen. Elektromobilität, das neue Thema von VW, freundliche Fahrzeuge, Fahrzeuge für dich, ihr habt das alles gesehen. Insgesamt muss ich sagen, fand ich diese Veranstaltung irgendwie ein bisschen peinlich. Ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen peinlich berührt, insbesondere als dann auch noch diese junge Frau dieses Mädchen besser gesagt auf die Bühne geholt wurde und dort irgendwie was preisgeben sollte. Und es war dann für mich, ehrlich gesagt, der jetzt seit 2007 elektrisch unterwegs ist, fühlte ich mich sehr peinlich berührt und spätestens in dem Augenblick konnte ich der ganzen Sache irgendwie nicht mehr so recht folgen. Nur gut, VW hat ja dann auch einige tausend Vorbestellungen für den ID.3 eingesammelt. Das sei ihnen ja auch gegönnt. Das ist sicherlich auch ein gutes Auto. Und vor ein paar Tagen hat VW jetzt den Golf 8 vorgestellt. Und ich muss einfach sagen, wenn ich beide Fahrzeuge so nebeneinander betrachte, ich meine, ich bin kein Autofreak, ja, aber wenn ich beide Fahrzeuge nebeneinander betrachte, wenn ich mir die nebeneinander vorstelle, ist der Golf nicht einfach das viel attraktivere Auto, viel mehr sexy, das bringt irgendwie viel mehr Emotionen rüber. Und wenn ich die beiden gegenüber mir angucke, dann habe ich irgendwie das Gefühl, der ID.3, der kommt aus dem Playmobil-Spielkasten. Da ist alles irgendwie glatt und weiß und Plastik und ich weiß nicht wie. Finde ich überhaupt nicht überzeugend vom Design her. Man sieht wieder, es ist ein Elektroauto und es sieht irgendwie auch wieder so komisch aus und es ist alles so, Also ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte und dann würde ich alleine vom Design und vom Ansprechen her einfach den Golf nehmen. Der ID.3 wirkt für mich einfach zu verspielt, zu langweilig, zu glatt, zu nichtssagend. Ja, und dann die Motoren vom neuen Golf. Also wie hat VW den neuen Golf motorisiert? Man wusste ja schon im Voraus, es wird keinen E-Golf mehr geben. Der Golf 7 als E-Golf, vielleicht der beste Golf, den VW je gebaut hat, den wird es so in der Form nicht im Golf 8 geben. Dafür hat man sich bei VW entschieden, einige elektrifizierte Antriebsvarianten für den Golf anzubieten. Und da gibt es halt jetzt Mild-Hybride, die mit dem 48-Volt-System arbeiten. Guckt einfach mal in das Video zum Thema Hybridfahrzeuge, was ich gemacht habe. Wir verlinken das jetzt mal, wenn ihr euch da ein bisschen informieren wollt. Aber diese 48-Volt-Mild-Hybrid-Systeme, naja, was können die schon groß? Ja, die unterstützen die Bordelektronik, die können so ein bisschen Strom aus dem Rekuperieren, also aus der Bremsenergierückgewinnung aufnehmen, das ein bisschen zum Anfahren verwenden. Der Elektromotor hat so eine Leistung von etwa 12 kW, also von einem irgendwie Hybrid-Auto, vergleichbar mit dem Vollhybrid von Toyota zum Beispiel oder von Hyundai, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das finde ich einfach zu wenig. Um hier von einem Hybrid irgendwie zu sprechen. Und bei den Plug-in, beim den Golf 8 gibt es halt auch als Plug-in-Hybrid. Naja, da kann man sich natürlich auch irgendwie die Köpfe einschlagen. Aber okay, es gibt Hybrid-Varianten, so, aber es gibt den Golf 8 ja auch nach wie vor noch als reinen Benziner und als reinen Diesel. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Will VW jetzt in die Elektromobilität oder nicht? Selbst mit einem 48 Volt Mild-Hybrid-Fahrzeug, da kannst du den Leuten doch das Auto verkaufen und da brauchst du keinen Verbrenner mehr. Der Mehrpreis ist sehr gering.
kann man auch definitiv durch die Kraftstoffersparnis wieder reinholen. Und jetzt bringt man wieder einen reinen Verbrenner, vor allem bringt man einen reinen Diesel. Was sagen denn die Leute jetzt sagen? Die Leute werden jetzt sagen so, oh, what, den Golf 8 gibt's wieder als Diesel, Euro 6D, das ist sauber, der hat kaum noch Stickoxidemissionen, der hat Partikel, talala, pipapo, dann kann ich doch wieder einen Golf kaufen, ist doch kein Problem. Warum soll ich mir denn jetzt einen ID3 kaufen? Ist doch kein Thema. Noch dazu, weil der Golf, ich kenne die Preise nicht, wahrscheinlich günstiger sein wird als der ID3. Dann noch die ganze Geschichte mit der Optik. Also ich meine, wenn VW jetzt wenigstens die reinen Verbrennervarianten weggelassen hätte und gesagt hätte, okay, wir sehen ganz klar, wir wollen nicht mehr rein verbrennungsmotorisch unterwegs sein, wir nehmen immer die Elektrifizierung jetzt rein in den Golf, egal in welcher Variante, dass man wenigstens die Bremsenergierückgewinnung nutzen kann, das sind immerhin 10-15% in der Kraftstoffersparnis dadurch und die Leute auch dadurch noch ein bisschen mehr zu dem Thema Elektromobilität bringen kann, kann ich echt nicht nachvollziehen. So, und was macht VW noch? Sie bringen noch ein Erdgas, eine Erdgasvariante. Auch da frage ich mich, Erdgas, okay, kann man wirklich sehr geteilter Meinung zu sein, aber schaut man sich einfach mal an, dann stellt man fest, dass das Netz an Erdgastankstellen eher schrumpft als größer wird. Es gibt geringe Anteile an Biogas, die man irgendwo mit dazu tanken kann, oder es gibt auch einige ausgesuchte Erdgastankstellen, wo man 100% Biogas tanken kann. Das mag jetzt vom CO2 her okay sein, vom Wirkungsgrad her ist es sehr, sehr fraglich, aber das ist doch nichts für die breite Masse. Da würde man doch mit einem Autogas, also mit einem LPG-Antrieb, viel, viel mehr Leute erreichen, weil Autogas gibt es an jeder dritten Tankstelle in Deutschland immer noch, obwohl es kaum noch Neufahrzeuge damit gibt. Also auch diese Entscheidung, ein Erdgas-Golf zu bringen, kann ich echt, also ich verstehe es einfach nicht. Ist mir völlig unbegreiflich. Und von daher bin ich mir relativ sicher. Und das ist einfach mal meine These und hinter der stehe ich auch. Und ich hoffe natürlich, dass die Realität mich Lügen straft. Aber ich behaupte mal, die Leute werden jetzt wieder stark oder stärker zum Golf greifen. Gerade vielleicht auch die, die sich für den ID3 interessiert haben, weil sie sagen, naja, dann kann ich mir doch auch wieder einen Golf kaufen. Der ist ja auch so ein bisschen hybrid und so und sauber und Plug-in oder so. Und was soll ich mich da jetzt irgendwie auf diesen ID3 anlassen? Der ist sowieso viel zu teuer. Also das ist irgendwie so meine Befürchtung, die ich habe. Und ich bin natürlich wirklich interessiert daran, seht ihr das so wie ich? Also glaubt ihr, dass VW der Elektromobilität eher eigentlich einen Bärendienst erwiesen hat? Oder ist es so, wie VW sagt, dass man gerade durch die vielen Hybrid-Varianten, die man jetzt beim Golf kaufen kann, den Weg schon in die Elektromobilität geht? Ich sehe es ehrlich gesagt anders. Ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare. Bitte versteht dieses Video nicht als Clickbait-Video, sondern mich interessiert wirklich, was ihr dazu denkt. Und schreibt es bitte fleißig in die Kommentare. Ja, wenn das ein Thema ist, was euch interessiert, freue ich mich sehr. Gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Wenn ihr der Meinung wart, das war nichts, Julian, blödes Thema, dann bitte ruhig einen Daumen nach unten geben. Dann halte ich meine Klappe in Zukunft in der Richtung. Und wenn ihr wirklich dranbleiben wollt, dann abonniert bitte unseren Kanal. Das ist ganz wichtig. Wir gewinnen super Interviewpartner, je mehr Abonnenten wir haben. Ja, und wenn ihr vielleicht auch wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt doch mal einfach auf die Alarmglocke. Ihr werdet informiert. In dem Sinne, ich bin auf dem Weg zum Sport. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt, ciao.